Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und diese Bewegung nennt man Präzession. Es ist eine präzise Berechnung, ist aber anderes. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich bewegen, anderes ist als in westlicher Astrologie. Liebe Melia, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse. Und ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In diesem Bild erscheint in die Mitte ein Engel. Dieser Engel ist dein persönlicher Schutzengel, weil dieser Engel herrschte in dem Moment, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Nanael. Und hat die Zahl 52, hat auch eine Bedeutung auf dein Leben. Engel Nanael ist Engel der Kommunikation, die Gespräche mit Gott. Ein besonders strahlender und lichtvoller Engel lehrt uns den inneren Frieden finden, lehrt uns glücklich zu sein. Lebensfreude, das Leben zu genießen und ist auch ein Heilengel, belehrt uns die Augenblicke des Lebens auch genießen, das auch schätzen, stärkt unserem Sehvermögen, gibt uns die Stärke, hilft sogar kommunizieren mit Tieren oder eine telepathische Verbindung, lehrt uns mit Gott zum Kommunizieren, mit diesem Göttlichen und das erreichst du durch Meditation. Und diese Meditation führt dich zum höheren Bewusstsein. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Die Tierkreiszeichen Stier war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und diese Stierenergie begleitet dich bis zu dein Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Ich setze Stier im ersten Lebensbereich, das ist dein Lagna oder Aszendent. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Und die Erde betont, Menschen brauchen Sicherheit, Stabilität und sie sind praktisch veranlagt. Die haben einen Bezug zum Materie und sind auch bodenständig. Und das bist du auch. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und das ist die Planet, die Schönheit und Harmonie und lernt uns, das Leben zu genießen und all das in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist. Die Tierkreiszeichen Stier vermittelt dir eine ruhige, gemütliche Art und so bist du auch wahrgenommen. Außerdem das Leben zu genießen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werte etwas zu tun. Selbstwertgefühl, Wertschätzung, Besitz auch. Alles im Besitz zu nehmen, was für uns wertvoll ist.
aber bedeutet auch das Geld. Und energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, damit blockiert man den Geldfluss. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, ich habe das im Besitz genommen, achtsam. Wir dürfen nicht sagen, ich werde im Besitz nehmen, weil dann sprichst in Zukunft und schiebst es vor dir hin, sondern immer so formulieren, du hast es jetzt schon. Ich habe das schon im Besitz genommen. Ich habe das verdient. Damit stärkst du dein Selbstwertgefühl und verbesserst deine Finanzen. In diesem Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Zwillinge. Dein Engel belehrt dich kommunizieren mit Göttlichem. Und ich erkläre dir, wie das funktioniert. Und das zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich erzähle erstmal dazu die klassischen griechischen mythologischen Geschichten. Es gab eine Königin Leda. Leda war wunderschön und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus, von dem Himmelsgott. Leda war aber verheiratet. Sie war verheiratet mit dem König von Sparta. Und sie wurde von dem König auch schwanger und gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von dem König von Sparta, war also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und die beiden Zwillingen sind miteinander verbunden. Und hier im Luftelement befreit uns das auch, dieses Bewusstsein. Castor zeigt uns das Menschliche, unserem Schicksalsweg. Unsere Seele wählt diesen Schicksalsweg aus. Aber dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das ist das Menschliche und Sterbliche. Das ist Castor. Castor zeigt diesen Weg. Aber wir haben eine Seele und die Seele verlässt Materie, verlässt die Körper, verlässt die Erde, verlässt die Materie und kehrt wieder zum Gott zurück. Und dieser Teil in uns ist unsterblich. Und das, was Pollux auch zeigt. Und die beiden, das Menschliche und Göttliche, ist miteinander verbunden. Und die Seele verbindet uns zum Göttlichen, weil die Seele ist die Teil vom Göttlichen. Und wie kannst du mit deiner Seele kommunizieren? Und das, was dein Engel auch sagt, wenn du nach innen schaust, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du meditierst, dann hast du einen Bezug zu deiner Seele. Und wenn du darauf achtest, dass die Seele sich wohlfühlen möchte, dann brauchst du einen Raum, du brauchst einen inneren Tempel nach deiner Fantasie. Wenn du meditierst, dann stell das fantasievoll vor, dass du zu deinem Selbst, zu deinem Inneren diesen Zugang hast. Das ist dann deine Fantasie, dein Geschmack gefragt. Das kann ein Wohnzimmer sein, ein gemütliches Wohnzimmer
oder ein Schloss oder ein Wald oder Blumenwiese, wie du das vorstellen kannst. Wichtig ist, das beruhigt dich. Das ist Balsam für unsere Seele. Dann hast du den Zugang zu deiner Seele. Und wenn deine innere Stimme zu dir spricht oder bekommst du wichtige Träume, dann hast du die Kommunikation zu deiner Seele. Und das ist schon göttlich, weil gleichzeitig bist du verbunden mit dem Göttlichen. Das ist die Pollux-Energie. Wenn dir das bewusst ist, dann hast du ein höheres Bewusstsein. Und wenn du mit diesem höheren Bewusstsein lebst, dann fühlst du dich auch frei, weil dann weißt du, du brauchst von nichts Angst zu haben. Lebst du angstfrei. Und das, was dich auch befreit, und dann bist du auch bewusst mit deinen Werten. Und hier geht es um deinen Werten, um dein Selbstwertgefühl. Und dann kommst in die nächste Energie, Energie des Geldes. Und als Stier-Aszendent brauchst du es auch, weil Stier steht zum Geld. Und Geld ist auch wichtig in unserem Leben, sehr wichtig sogar, weil mit Geld können wir vielen Dingen uns erlauben. Und das schenkt uns Freiheit, das schenkt uns Lebensfreude. Der dritte Lebensbereich hat mit der Schule was zu tun. Auch die Zeit, deine Kindheit, Jugend, die Schule, wie hast du das erlebt? Weil diese Erinnerungen begleiten uns wie ein roter Faden in unserem Leben. Später, wenn wir von der Schule draußen sind, dann erleben wir auch als Wissen vermitteln oder Wissen aneignen oder Kommunikation, Internet, Medien. Aber weil hier in diesem Alter musst du dich durchsetzen bei deinen Geschwistern, durchsetzen mit anderen Kindern in die Schule, das bleibt auch diese Erinnerung. Hier zeigst du, wie setzt dich durch oder wie gehst mit Konkurrenten um. Und in diesem Bereich hast du Krebs. Und die Krebs sagt mir, wenn das eine Herausforderung ist, weil jemand konkurriert mit dir, dann ziehst du dich zurück. Oder wenn das um Kommunikation geht und fühlst dich verletzt, ziehst du auch zurück. Aber hier dieses Wasserelement, diese Feinfühligkeit zeigt, du bist sehr, sehr feinfühlig, was die Kommunikation betrifft und hast auch als Schutzengel die Engel der Kommunikation. Und hier, deine inneren Stimme, das ist eigentlich die inneren Tempel. Wenn man genau anschaut, die Krebs zeigt unserem inneren Zuhause. Ja, das ist es, wo unserem Seele wohnt. Und da hast du in Verbindung zu deiner inneren Stimme, zu deiner Seele, Gespräch mit deiner eigenen Seele. In diesem Lebensbereich sind wir bei dem tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Und wenn das Horoskop ich die runde Format betrachte, dann ist das der tiefste Punkt des Horoskopes. Die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Hier sind unsere Vorfahren, unsere Traditionen, unsere Herkunft, unserem Zuhause. Und diese Wurzel gibt uns Halt. Wenn wir entwurzelt sind, dann verlieren wir den Halt. Dann brauchen wir anderen Wurzeln, verankert zu sein. Dann brauchen wir Basis, ein Fundament, ein neues Haus zum Bauen, damit wir diese Sicherheit verspüren, ein sicheres Boden unter unseren Füßen. Und in diesem Bereich zeigt sich auch unserem Zuhause. Hier hast du die Löwe-Energie. Löwe liebt Luxus. Und das genießt du auch in dein Zuhause. Dein Wunsch ist, ein Haus zu haben und mit dem Haus gerne mal auch angeben. Eine große Halle als Empfang zum Beispiel.
das strahlt was aus. Das ist Pracht, das ist Luxus, das ist Pracht. Und das lebst du auch, dein Zuhause, das Glanz. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das zeigt sich später mit Kindern, Enkelkindern, aber auch deine eigenen Kindheit und auch dein inneren Kind. Und von Kindern sollten wir Erwachsene lernen. Die Kinder belehren uns auch. Die zeigen, wie man spielt, unbeschwert. Und genau diese spielerische sollten wir oft anwenden in unserem Leben. Geht alles viel einfacher. Und hier liegt die schöpferische Kraft, hier liegt auch die Lebensfreude. Und hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist sehr klug, bescheiden, rein und sauber, aber eher zurückhaltend. Und diese Zurückhalten oder diese Zurückhaltung spiegelt sich in deiner Kindheit. Wahrscheinlich hast du sehr viel Wissen bekommen von deinen Eltern oder sie waren sehr intelligent. Also das Wissen war schon da in deiner Kindheit. Vielleicht ein bisschen kritisch. Jungfrau kann auch kritisch sein, aber rein und sauber. Und Ordnung. Also Jungfrau zeigt auch Ordnung. Im sechsten Lebensbereich liegt im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, unsere Pflichten, die Alltag und auch die Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten dann, wenn wir gesund sind. Und hier in diesem Lebensbereich hast du die Waage. Waage hat eine Verbindung zu Schönheit und Kreativität. Das wäre ein Bereich, wo du dich beruflich entfalten kannst. Waage sorgt auch für Harmonie. Du brauchst auch im Arbeitsplatz die Harmonie, auch die zwischenmenschlichen Kontakte, auch sehr schön und harmonisch erleben. Wenn das zu stressig ist und verliert die Harmonie, dann verlierst du die inneren Gleichgewicht. Wenn du betrachtest dein Geburtsmoment, das ist die Osthorizont, das steigt wie ein Sonnenaufgang, dann erkennst du das hier gegenüber im Westhorizont, wo etwas nach unten geht, hier ist ein Spiegel. Und in diesem Spiegel siehst du etwas, nicht jetzt, sondern in dem Moment, wo du geboren bist, hast was gesehen. Und das ist dein Seelenpartner. Bis dritte Lebensjahr haben die Kinder noch Erinnerungen. Die zeichnen das auch. Die haben karmische Erinnerungen. Auch sie erinnern auf diesem Spiegelbild. Und dann ab dritte Lebensjahr geht das in Unbewussten. Ist auch die Westhorizont, wo alles nach unten geht, in das Unbewusste. Die unteren Teil ist das Unbewusste. Und hier in diesem Tor öffnet sich zum Liebe-Partnerschaft und hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion natürlich zeigt die tiefen Gefühle. Sehr leidenschaftlich. Aber kann bedeuten, dass in jungen Jahren hast du auch Verletzungen und Tränen auch. Das ist eine Art Transformation. Du erlebst viele Seiten, die Gefühlsebenen, die Gefühle in Liebepartnerschaft. Und hier ist wichtig, auf deinen Gefühlen achten. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt verschiedene Stufen oder Frequenzen. Jedes Gefühl hat eine andere Frequenz.
jedes Gefühl hat auch eine andere Farbe. Und dann gibt es die untere Teil, die tiefen Gefühle, oder ich könnte sagen negativen Gefühle, und gibt es die oberen, die positiven Gefühle. Die unteren Teil dieser Skala, diese negativen Gefühle, sind Angst, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid, und die allertiefste Gefühl ist der Hass. Und das ist zerstörerisch. Und wenn wir die positiven Gefühle betrachten, dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe. Und die allerhöchste Gefühl ist die Liebe. Die allwertige Liebe. Und das ist göttlich. Und das ist die stärkste. Stärker als Hass. Liebe siegt immer. Das ist das Höchste. Das ist göttlich. Das ist göttlich. Wir bewegen uns mit unserem Gefühlszustand in verschiedenen Frequenzen. Wir haben mal Wut in uns, wir kennen auch Angst, das kennt jeder. Hass ist die allertiefste Gefühl, zum Glück kommt selten vor, das ist schon zerstörerische Kraft. Aber die anderen Gefühle, negativen Gefühle, kennen wir alle, wie zum Beispiel Zweifel oder Angstgefühl. Das sind schon negative Gefühle. Und sieht, die Energie fällt nach unten. Das ist wie eine Schlange, wo alles nach unten zieht, macht unbeweglich, blockiert auch. Und bei Skorpion lernen wir, diese Schlangenenergie verändern in andere Richtung, damit wir in die positiven Gefühle kommen. Und das ist schon Dankbarkeit, Hingabe, und das schönste Gefühl ist die Liebe. Und wenn wir das tun in unserem Leben, was wir lieben, das kann die Berufung sein, das kann die Hobby sein, das kann die Natur sein, das kann Kunst, Kreativität, Sport, Reisen sein und natürlich auch die Liebe, Partnerschaft oder zwischenmenschliche Kontakte und Freundschaften, und das mit Herzen, mit Liebe, mit Hingabe machen, bewegen wir uns in diesen positiven Gefühlen, diese andere Skala. Die Frequenz ist viel höher, die Energie ist feinstofflicher und das befreit. Das befreit und das heilt auch. Und hier wandelt sich etwas. Im Skorpion hast du diese Wandlung. Und das erlebst du oft in die Liebe-Partnerschaft. Und wenn das vorkommt, dass du mal eifersüchtig bist, oder vorkommt, dass du Angst hast, wie Verlustangst, oder zweifelst an dir selbst, oder an ihm, oder an die Liebe, dann denk daran, du bewegst dich im negativen Skala. Und das blockiert auch. Und das wirst du in die Liebe-Partnerschaft erleben. Dann sorgt dafür, dass alles steigt nach oben und übergehst auf die positive Seite dieser Skala, im Vertrauen zum Beispiel. Und auch Dankbarkeit aussprechen für diese Liebe und natürlich die Liebe zulassen, dann bewegst du dich in einen feinstofflichen Energiefeld, und so ist diese Transformation der Skorpion. Und dann erlebst du Folgendes: in dein Inneren spürst die Kraft. Die Kraft in dir, und das ist Magie. Und diese Magie belehrt uns die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist Pluto-Energie. Pluto ist eigentlich Hades, der Gott der Tod, aber bedeutet eigentlich das Leben, weil Pluto, diese Pluto-Energie, hält das Leben erhalten, die vier Jahreszeiten, dieser wiederkehrende, immer wieder dieser Frühlingsanfang, das ist Pluto-Energie. Oder die Tiefschlaf, wo wir uns erholen können.
und die Zellen sich regenerieren. Das ist Pluto-Energie. Und die Sexualität brauchen wir auch, das Leben zum Erhalten. Das ist auch Pluto-Energie. Man spricht über Tod, hat aber mit Tod gar nichts zu tun, sondern hier würde ich eher das Leben zum Erhalten. Aber damit das zum Erhalten bleibt, müssen wir vieles aufgeben, vieles loslassen. Was lernst du hier bei Skorpion, bei diesem Wasserelement? Die Gefühle loslassen wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Das ist dieser Prozess, was du in dein Leben erlebst, in die liebe Partnerschaft. Und wenn das so ist, dass du das verstehst und kannst angstfrei in eine Beziehung dich einlassen und auch mal fallen lassen, auch in die körperlichen Ebenen, dann spürst du die Kraft in dir, die Kraft bei ihm, die Kraft, die Liebe. Und das sorgt dafür, dass hier die ganze Energie nach oben steigt und natürlich lebst du dann eine glückliche Partnerschaft. Die achten Lebensbereich hat auch mit Pluto was zu tun, weil hier herrscht Pluto. Das ist genau dieses Prozess, was ich erzählt habe, das Loslassen und so immer in Kraft bleiben. Hier hast du die Schütze. Das unterstützt dich auch bei diesem ganzen Prozess, weil die Schütze zeigt auch. Die Schütze ist Feuerelement und die Feuerelement kann man begeistern. Die Schütze kann man auch begeistern von vielen Dingen. Und das ist die Bewegung, die Schütze. Wenn das zu viel ist, dann kann ein bisschen stressig sein. Die Schützen brauchen Orientierung und das zeigt sich hier auch klar und deutlich. Dieser Schütze zeigt hier in dieser Pfeil, zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind dort beschrieben unsere Wünsche. Das ist die Zentrum. Davon sollen wir uns begeistern, begeistern lassen. Alles andere ist nicht so wichtig. Aber wenn dich eine Sache dich wirklich begeistert, weil das entspricht dein Herzensangelegenheit, weil das dein tiefer Wunsch ist, dann hast du die Richtung. Und das nicht aufgeben und auch keine Angst davon haben. Das ist dieser ganze Prozess, was hier lernst du bei achten Lebensbereich. Hier handelt es sich auch um Ämten, auch erbschaftlichen Themen, ämtlichen Situationen wird auch zu diesem Lebensbereich zugeordnet. Die neunten Lebensbereich sind die Reisen. Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, auch eine höhere Bildung und das innere Reise, religiösen Themen oder Spiritualität. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In die ersten Lebenshälfte wird dich das nicht interessieren. Das erschwert ein bisschen. Die Reisen werden nicht so einfach sein und die Spiritualität, entweder interessiert dich nicht oder sagst, das ist mir zu trocken und zu schwierig. Aber im zweiten Lebenshälfte wirst du das ganz anderes erleben, weil dann weißt du, das nimmst du jetzt im Besitz, das ist für dich wichtig. Dann nimmst du das auch ernst, da verstehst du das auch. Und die Tierkreiszeichen Steinbock ist ein Stück Paradies, ja. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn herrschte im goldenen Zeitalter, wo noch die paradiesischen Zustände waren. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn verehrt. In ihren Münzen, ihren Thronen ist immer die Saturn-Symbol. Das ist die Erinnerung auf die goldenen Zeitalter und damit wollten sie auch ihre Reichtümer zeigen. Damit möchte ich sagen, hier ist Erde-Element und dieser Saturn-Symbol zeigt diese Erinnerung.
Wie erlebst du in deiner persönlichen Welt dein Paradies zum Leben, wenn du Ziele hast? Die Schütze zeigt die Richtung, da sind deine Wünsche. Dann setzt du das als Ziel, das kann auch höhere Ziele sein. Bei Steinbock ist es möglich, hohe Ziele, hohe Ideale. Und dann konzentrierst auf das eine. Und das sind deine Wünsche, deine Ziele. Und egal wie schwierig dieser Weg ist, du hast die Geduld und Ausdauer und du gibst es nicht auf. Und hier bei Lernen und bei deinem spirituellen Weg ist es wichtig, wenn du vorstellen kannst, dass dein Ziel eigentlich dein Paradies ist. Und du kannst diesen paradiesischen Zustand erleben auf deinem persönlichen Leben, in allen Bereichen. Deine Berufung leben, die große Liebe finden, ein Ort, wo du dich wohlfühlst. Da lebst im Paradies. Auch wenn außenrum nicht unbedingt der Fall ist, aber ein Stück Erde, ein Stück paradiesische Erde hast in deinem eigenen Leben. Und das ist dein Weg, das ist dein spirituellen Weg. Jetzt sind wir im Krone des Baumes, das höchste Punkt im Horoskop. Hier bekommst du Ansehen, hier bekommst du Anerkennung und Respekt. Und hier zeigt sich auch die Berufung. In diesem Bereich hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist Luftelement, also du brauchst die Leichtigkeit, aber auch die Kommunikation, deine Ideen zu verwirklichen. Und Wassermann zeigt dich einen außergewöhnlichen Bereich. Das darf nicht durchschnittlich sein, das darf auch nicht so kleinkariert bürgerlich sein. Nein, das ist nicht Wassermann. Wassermann ist, wenn das etwas einzigartig ist, außergewöhnlich, dann ist das deine Berufung. Astrologie gehört auch zum Tierkreiszeichen Wassermann, weil hier herrscht Uranus und Uranus hat einen Bezug zum Astrologie. Der nächste Lebensbereich ist die 11. Lebensbereich. Und hier handelt es sich um unsere Träume, Hoffnungen, unsere Wünsche, aber auch unsere Freunde und soziale Kontakte. Das gehört auch zu diesem Lebensbereich. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Damit du deine Wünsche leben kannst, möchte ich die Tierkreiszeichen Fischen beschreiben, weil das gibt dir Informationen. Dieses Stammbild besteht aus zwei Fischen, astronomisch auch, die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, was die beiden Fischen miteinander verbindet. Die schwimmen im Wasser, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt, du lebst deine Wünsche durch deinen Gefühlen. Aber achte auf die zwei verschiedenen Richtungen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Die eine Richtung, der eine Fisch hat Angst, zweifelt an sich selbst, zweifelt daran, ob man diesen Wunsch überhaupt zum Erfüllen gehen kann und hat Angst zum Versagen, dass das doch nicht klappt und diese Zweifel und ständigen Angst blockiert. Und dann entsteht so Mitleid, und genießt auch, wenn andere auch mitleiden. Das überträgt sich auf die Freundschaftskreis und bewegt sich nichts voran. Die andere Richtung ist ein Traum, eine Vision.
Und hier wirkt die Neptun-Energie, weil Neptun herrscht über die tierkreiseigenen Fischen. Eine Vision zu haben, was du erreichen möchtest und daran glauben und das nicht aufgeben und das Vertrauen. Und dann bewegt sich alles in anderen Richtung, weil du lebst auch deinen Traum. Dann kannst du loslassen und geschehen lassen. Und das inspiriert dich, das ist Kunst. Hier lernst du diese Kunst, deine Träume, deine Wünsche leben. Die 12. Lebensbereich sind die karmischen Themen. Oder hier sind auch die tiefen Geheimnisse des Lebens. Auch alles, was geheimnisvoll ist, auch die geheimen Feinde sind auch hier verborgen. Hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Wenn du erkennst, dass du Feinde hast, dann hast du immer die Mut und Kraft, dich zu behaupten. Und das ist die Kunst, das ist die Kriegskunst. Und diese Kriegskunst besteht nicht daran, aggressiv zu sein. Mars ist nicht aggressiv. Mars erkennt die Gefahr. Mars erkennt den Gegner. Mars erkennt die Aggression und kennt diese Schachzüge auch und macht das so elegante Art und Weise, zeigt den Sieg. Das ist Kampfkunst. Wenn man das beherrscht, dann hast du die Kraft und hast du die Sieg über deinen geheimen Feinde. Natürlich bedeutet das auch deinen eigenen Gefühlen wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Das sind auch unsere Feinde. Und mit dieser Kraft und Mut siegst du über diesen Gefühlen, weil dann hast du auch den Mut, mal etwas Neues starten, Neues beginnen, ohne Angst. Sonne befindet sich in dein Horoskop in der Tierkreiszeichen Wassermann. Und Sonne liebt hier die Öffentlichkeit. Das ist wie die Mittagssonne, das strahlt was aus und du liebst es auch, die öffentliches Leben. Oder möchtest du eine Führungsposition erreichen? Das ist deine Berufung. Mond ist im Krebs. Mond fühlt sich wohl im Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs, aber sehr sensibel. Sehr sensibel und feinfühlig. Wenn du darauf achtest, was hier verborgen ist, diese Feinfühligkeit, dieses Feingespür, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, dann hast du die richtige Energie da. Wenn aber du verletzt fühlst und ziehst dich zurück und versteckst dich, dann lebst nicht deine Sonne hier im Mittelpunkt, sondern hast du diese Rückzüge und das ist nicht gut. Und die beiden, diese Entfernung zwischen Sonne und Mond ist eine gewisse innere Unsicherheit, was hier auslöst. Nützt die Mondenergie, die richtigen Augenblicke des Lebens zu erkennen, auch das Gefühl zum Haben, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln und wann ist besser zurückziehen und abwarten. Das unterstützt dich. Aber nur weil jetzt verletzt wirst und zurückziehen, das ist nicht gut für deine Sonne hier. Mars ist auch im Wassermann. Das heißt, du setzt es durch. Du erreichst, dass du Führungsposition bekommst oder du stehst im öffentlichen Leben, in Öffentlichkeit, entweder in Medien oder Politik. Also das spielt für dich eine wichtige Rolle, das öffentliche Leben. Und dass du hier auch Anerkennung bekommst. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Also ich glaube nicht, dass in jungen Jahren dich ein Studium begeistert, weil es ist alles so trocken, keine Lust dazu. Aber
als erwachsen wirst du noch studieren. Und dieses Studium hat auch mit Ausland etwas zu tun oder mit Fremdsprache etwas zu tun. Jupiter befindet sich im Schütze. Jupiter zeigt deinen inneren Größe. Und das ist hier diese Transformation, zu deinen Größe stehen. Jupiter vertritt auch die göttlichen Gesetz, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Das ist ein Gesetz. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Aber das kommt zurück. Jupiter zeigt aber auch die Ungerechtigkeiten und steht in Verbindung zum Recht. Und hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Ämtern. Und das würde bedeuten Gericht. Und ich könnte durchaus vorstellen, dass bei dir dann die Interesse entsteht, Jura zu studieren. Venus befindet sich im Widder. Und das muss ich näher beschreiben. In dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeit einen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang und das war dein Geburtsmoment. Alles, was hier unten liegt, ist Nacht. Das ist dunkel, das ist Nacht. Hat mit dunklen Energie nichts zu tun, also nicht missverstanden. Und im oberen Teil des Horoskopes ist Tag. Also hier ist Tag, hier ist Nacht. Hier ist das Bewusste, hier ist das Unbewusste. Und kurz vor du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder mit Venus, ist in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und in dem Moment, wo Venus mit Widder aufstieg, du warst noch im Mutterleib. Venus steht aber ganz nah zu deiner Geburt. Ich könnte sagen, Venus war dabei, wo du geboren bist. Aber Venus hat schon vorher eine Wirkung gehabt auf dich. Und Venus flüstert hier so Geheimnisse. Sehr geheimnisvoll. Und du als Frau, weil Venus ist auch weibliche Energie, symbolisiert dich als Frau, du bist dadurch geheimnisvoll. Die Männer können dich gar nicht so einschätzen. Das ist wie ein bisschen so verschleiert, bisschen geheimnisvoll. Eine geheimnisvolle Frau, aber sehr temperamentvoll. Das kommt die wieder Temperament dazu, dieser feurige. Und doch zurückhaltend geheimnisvoll. Das ist wundervoll, weil das wird die Männer begeistern. Das macht dich interessant als Frau. Aber es fühlt sich genau so, diese Venus-Energie, wenn noch immer noch im Mutterleib wäre. Wenn das noch gar nicht geboren wäre. Manchmal kommt sogar so Situation auf, wenn das in die Schattenseite wäre, dass du manchmal im Leben oder später auch das Gefühl hast, du bist als Frau nicht wirklich wahrgenommen. Du glänzt mit deinem Wissen, mit deinen Ideen, dann zeigst du, dass du dich durchsetzen kannst, dann zeigst auch, dass du so viel Ruhe ausstrahlen kannst, bist du auch sehr feinfühlig. Aber diese Venus-Energie kommt zu kurz. Mindestens so empfindest du das. Ist es aber gar nicht so, weil die Männer sehen dich sehr geheimnisvoll. Vielleicht trauen sie dich gar nicht ansprechen, weil sie können das nicht einschätzen, wie du dann reagierst. Und bei dir entsteht das Gefühl, du bist als Frau gar nicht irgendwie wahrgenommen. Hier hast du eine Aufgabe, die Venus geboren werden. Venus, die Schaumgeborenen, ja, Botticelli, wie von mir aus, von
dieser Muschel geboren werden. Betrachtet diese Gemälde von Botticelli. Das ist wie das Aufstieg des Venus. Das brauchst du hier. Und dann das auch mutig zu sein und dazu stehen zu deiner Weiblichkeit. Du musst dich nicht verstecken. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier hast du eine Lernaufgabe, diese Fischenenergie, die eine Richtung, diese Vision, Traum, daran vertrauen, daran zum Glauben und dann loslassen, geschehen lassen. Das ist deine Lernaufgabe. Saturn ist der große Lehrmeister. Und hier hast du Schwierigkeiten mit Freunden. Es ist nicht einfach, weil du kannst nicht jeder vertrauen. Und dein Gefühl sagt das auch. Dein Gefühl sagt, weil die Fischen ist Gefühl, das ist Wasserelement. Und Venus hier, wo die geheime Feinde sind, sind auch falsche Freundinnen. Und das zum Erkennen, das ist für dich wichtig, das auch sehen und erkennen. Uranus befindet sich im Steinbock. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände, außergewöhnliche Kontakte. Und das hast du im Ausland oder in einem Studium, kann auch sein, oder im spirituellen Bereich. Aber ich würde sagen, das wird im Ausland sein. Neptun ist auch im Steinbock und hier zeigt Neptun etwas. Verwirkliche deine Träume. Neptun ist dieser Traum, diese Vision, was dich auch Saturn belehrt. Das ist deine Lernaufgabe. Und hier im Steinbock setzt das als Ziel. Dann hast du ein Stück Paradies in dein Leben. Das ist hier dein Traum, Neptun. Natürlich kann auch künstlerische Begabung sein, dass du da was erreichen kannst und hast du schöne Auslandskontakte oder du willst mit deiner Kunst im Ausland dich verwirklichen oder durch Reisen kommen die Kontakte. Das ist auch möglich, aber ich würde intuitiv sagen, hier handelt es sich um deinen Traum, deine Träume. Du kannst auch mehrere Träume haben. Pluto ist im Tierkreiszeichen Skorpion. Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Pluto wird oft falsch verstanden. Pluto ist Hades und herrscht über die Unterwelt, was unserem Unbewussten symbolisiert, und herrscht über den Tod. Und dann viele erzählen, das ist der Planet für Tod und alles so dunkel. Nein, Pluto ist die Kraft, was das Leben erhalten bleibt. Dazu erzähle ich jetzt eine mythologische Geschichte. Pluto herrscht tatsächlich im Unterwelt, aber symbolisch ist das eigentlich unserem Unbewussten gemeint. Und Pluto verliebt sich an Persephone. Persephone ist die Tochter von Demeter. Demeter ist Mutter Erde. Und Persephone war auf die Erde, das ist die Natur. Persephone symbolisiert unsere Natur. Und Pluto raubt Persephone und nimmt zu sich in Unterwelt. Persephone hat einen Granatapfel bekommen und durch diesen Granatapfel verliebt sich an Hades. Die beiden verlieben sie sich. Aber die Mutter Demeter sucht ihre Tochter 7 Jahre lang. Und in 7 mageren Jahren war kein Getreide auf die Erde und die Menschen haben gehungert. Und die Götter haben überlegt, ja, was machen wir jetzt? So geht es nicht weiter. Demeter und Persephone muss um die Natur kümmern. Die Menschen brauchen die Getreide, die brauchen was zum Essen. Und dann haben damit Hermes ausgemacht,
Hermes, der Götterbote. Hermes musste dann in Unterwelt gehen, mit Hades sprechen. Und Hermes kann handeln, ja klar, die haben verhandelt. Und sie haben ausgemacht, Persephone ist halbes Jahr bei Hades, bei ihrem Ehemann, und halbes Jahr auf die Erde. Und diese Geschichte symbolisiert die Jahreszeiten. Wenn Herbst und Winter ist, dann geht Persephone zum Hades, ist im Unterwelt, die Natur ruht sich, das ist der Winterschlaf, und Frühling kehrt Persephone zurück zu Mutter Demeter, das ist unserem Planet Erde. Also beginnt die Frühling. Und diese Geschichte zeigt den Kreislauf des Lebens und auch die Notwendigkeit. Etwas muss absterben, so wie Blätter fallen nach unten im Herbst, aber im Frühling kommt es wieder. Das ist der Kreislauf des Lebens, die Jahreszeiten. Das ist Pluto-Energie. Wenn wir Tiefschlaf haben, dann regeneriert sich unser Körper und unsere Zellen, erneuert sich, Erneuerungsprozess, Pluto. Das ist Pluto-Energie. Und die Sexualität, auch Pluto-Energie. Und Sexualität brauchen wir das Leben zum Erhalten. Und das ist das ganze Geheimnis hier in Pluto. Aber Pluto zeigt, wie wichtig das ist, alles trennen, loslassen, verabschieden, was diese Kraft raubt. Sonst funktioniert das nicht. Und du lernst diesen Prozess in die Liebe-Partnerschaft. Hier. Was ist das, was du loslassen sollst? Das ist die Angst. Angst und Zweifel. Weil das ist genau, was diese Energie raubt. Man geht nicht voran. Und hier bei Skorpion geht es um Gefühle. Das ist Wasserelement. Also die Gefühle transformieren. Und wenn das gelingt, dann hast du auch Glück in die Liebe-Partnerschaft. Ganz klar. Rahu und Ketu. Es gibt eine Drache. Ja, das haben wir auch. Eine Drache. Und diese Drache wurde getrennt. Diese Drache hat keinen Kopf. Eine kopflose Drache haben wir. Stell dir mal das vor. Und wir haben die Körper, das haben wir uns. Das sind unsere Erinnerungen, auch karmischen Erinnerungen. Und dieser Teil heißt Ketu. Das haben wir alle. Aber etwas fehlt. Das ist der Kopf. Der Kopf fehlt. Und unsere Seele hat einen Schicksalsweg ausgesucht. Und da zeigt sich diesen Weg. Wo ist dieser Kopf überhaupt verborgen? Wenn wir das gefunden haben, dann fügen wir das alles zusammen. Und dieser Drache ist eins. Und dann fühlen wir uns vollständig. Weil das fehlt uns. Ketu, dieser Körper, ist in Fischen. Das heißt, das kennst du schon alles. Du hast Fantasie, du hast Träume, du hast Visionen, du bist künstlerisch begabt, du bist da talentiert, du lässt dich inspirieren. All das kennst du schon. Diese Talente hast du hier. Und Saturn belehrt dich auch, diese Talente leben. Das sind auch künstlerische Begabungen. Und wo ist der Kopf? Jetzt suchen wir den Kopf. Der Kopf ist im Jungfrau. Und die Jungfrau zeigt dir, diese Talente sollst du umsetzen im Tat. Erde-Element. Aber nicht streng, nein, nicht streng, sondern wie ein Kind. Wie ein Kind, spielerisch. Und das ist auch kreativ, lebt deine Kreativität. Aber wie Jungfrau? Jungfrau ist sehr analytisch denkend und auch kritisch. Was könnte ich dir empfehlen? Schreib auf deine Wünsche. Zum Beispiel hast du 10 Wünsche.
Dann kommt die Jungfrau Energie und überlegt, was ist gut für dich, was kannst du vorteilhaft nützen in deinem Leben und was ist überflüssig. Jungfrau trennt Spreu von Weizen. Das kann sein, dass die Jungfrau sagt, das ist Quatsch, vergiss es. Da brauchst du keine Energie lenken. Aber immerhin bleibt ein paar Wünsche noch offen. Dann transformierst es mit Skorpion. Aha, das muss ich mal in die Wesentlichen konzentrieren. Das, was mich wirklich begeistert. Und dann kommst du zum Steinbock und sagst, das ist mein Ziel. Und ich gebe das nicht auf. Und ich habe die Geduld und Ausdauer und ich erreiche das. Wieder Erde-Element, also Realität. Und die Jungfrau sagt, es ist für dich wichtig, das auch zum Leben. In deiner Kindheit haben deine Eltern die Jungfrau schon gezeigt. Das war vielleicht für dich nicht immer angenehm. Ich denke, sie haben oft auch Kritik ausgeübt. Oder haben gesagt, jetzt konzentriere auf dem Wesentlichen, trenn das, ist nicht so wichtig. Du wolltest aber hier im Fischen so ein bisschen schwimmen und deine Eltern wollten das in Form zu bringen. Also sie haben in deiner Kindheit das schon gespiegelt und die haben das intuitiv gewusst, was du brauchst, weil das ist dein karmischer Weg. Weil das, was dir fehlt, was dich auch befreit, das in Form zu bringen, überlegen, untersuchen, was ist für dich wirklich wichtig? Sonst, wenn du in deine Träumen versinkst und bleibst nicht so konzentriert, dann schwimmt das alles so weg und hast du keinen Halt mehr. Du brauchst dieses Wasser in Ufer halten, damit das in eine Richtung fließt. Und das ist ein karmischer Weg. Das, was dich befreit, das ist dieser Kopf, dieser fehlende Teil. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist so schön und jung und unschuldig, das ist die Morgenröte. Die ganze indische Mythologie, die Schöpfungsgeschichte beginnt mit Rohini. Das ist die erste weibliche Energie, das ist wie ein Silhouette. Das ist Rohini. Mond verliebt sich an Rohini. Rohini verliebt sich auch, ja. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und Rohinis Vater sagt zu ihm, naja gut, ich habe das überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, kein Problem. Aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Rohini ist natürlich die Lieblingsfrau, ganz klar. Aber er besucht auch die anderen Frauen und diese Frauen haben andere Eigenschaften und das kommt von den Sternen und das nennt man Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Mond saugt es auf und reflektiert uns weiter, aber das ganze Horoskop ist nach diesen Mondhäusern noch unterteilt. Dein Aszendent ist hier im Stier. Die Mondhaus heißt Kritika und hier wirken die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister, die sind die Töchter von Atlas. Die Zentralsonne ist hier Alkyone. Und hier befindet sich die goldenen Tore der Ekliptik. Und genau das beschreibt Frau Holle. Die Märchen Frau Holle beschreibt das. Und hier bei diesem Tor, in diesem Brunnen, entscheiden wir uns. Und das kannst du folgendermaßen vorstellen. Alles beginnt mit Wieder. Wieder symbolisiert den Neuanfang.
Das ist die Start. Das ist Feuerelement. Das ist die Begeisterung. Uns begeistert etwas. Und dann haben wir die Kraft. Das ist die Mars-Energie, was über die wieder herrscht, das auch in Bewegung setzen. Hier gibt es auch eine mythologische Geschichte. Hier ist ein Zauberwald. Ja, und in diesem Zauberwald ist versteckt etwas. Die goldenen Felder wieder, was die Argonauten geholt haben. Was diese große Reise ist. Hier in diesem Zauberwald ist die goldenen Felder wieder. Und dieser Wald wird bewacht von einer Drache. Wieder die Drache. Und wir können gar nicht das so holen. Die Argonauten haben auch Schwierigkeiten gehabt, diesen goldenen Fell wiederholen von diesem Zauberwald. Wir müssen diese Drache besiegen. Diese Drache symbolisiert unsere Angst. Also die Angst. Über die Angst brauchen wir einen Sieg. Dann kommen wir schon in diesen Zauberwald und dann haben wir schon diese goldenen Fell. Was ist das eigentlich? Das ist unsere Ausstrahlung, das ist unsere Aura, das ist unser Energiefeld. Und das haben wir Menschen, ein Energiefeld über uns. Und das kommt von unserem Inneren, das ist unserem Denken, Fühlen, das wir ausstrahlen. Also das ist diese goldene Aura. Das brauchen wir auch. Das ist die Symbolik für diese goldenen Feld des Widders. Und das ist die Beginn. Und wie Hermann Hesse beschreibt, auch so wunderschön, in jedem neuen Beginn wohnt ein Zauber inne. Das ist die Zauberwald hier. Und darauf sollen wir achten, unserem Energiefeld. Bei jedem Neuanfang ist es so wichtig, weil das überträgt sich in die ganze Geschehen dann für später. Und dann haben wir das schon. Also stell dir vor, dich begeistert etwas, du startest etwas im Leben, hast du keine Angst, achtest auf dein Energiefeld und marschierst weiter und hier hast du diese Brunnen von Frau Holle. Und hier regnet, da sind die Plejaden, da regnet es was. Das sind die Regengeschwister. Was regnet? Was erzählt Frau Holle? Was regnet hier? Entweder der Gold oder der Pech. Und wir entscheiden hier, genau in diesem Tor, haben wir Glück im Leben oder haben wir Pech im Leben? Sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Das ist unsere Einstellung. Die optimistische Haltung brauchen wir hier bei diesem Tor. Und genau das wirkt auf deine Persönlichkeit, dass dich nicht versteckst, dass du nicht unsicher bist, dass dein Glanz zeigt, dass du eine optimistische Haltung hast. Wenn das dir hilft, dann denk immer in dein Leben, ich bin der Goldmarie, hier regnet's Gold. Und die Ausstrahlung habe ich. Dann hast du ein selbstbewusstes Auftreten. Sonne befindet sich im Wassermann. In diesem Bereich, in diesem Mondhaus, das ist ein so Abschnitt im 12-Tierkreiszeichen, dieser kleine Abschnitt, wo sich die Sonne bewegt in dein Horoskop. Das sind so viele Glückssterne und du hast wirklich Glück, deine Berufung zu leben, eine Führungsposition annehmen, etwas aufbauen, in Öffentlichkeit zu sein, Anerkennung bekommen, Respekt bekommen. Alles ist offen, das Glück ist da. Aber dieser Mondhaus heißt Shatabisha und übersetzt bedeutet das 100 Ängste oder 100 Glück. Du entscheidest, das sagt hier auch die Geschichte von Frau Holle, glaubst an dein Glück und hast keine Angst, dann regnet hier Gold und du lebst deine Berufung und hier hast du Erfolg. 100 Glück. Wenn du deine Angst überwunden hast, dann hast hier 100 Glück. Das sind Glückssterne, tatsächlich. Glückssterne sind hier. Mond befindet sich im Krebs
Kawaschu heißt dieser Mondhaus und wird von Sirius bestrahlt. Sirius. Sirius ist ein hell leuchtender Stern im Himmel, wurde bei Ägyptern verehrt. Ich glaube sogar, dass der hellste Stern im Sternenhimmel ist Sirius. Das ist ein Diamant, das ist ein Diamant im Himmel. Und das sagt auch dein Gefühl, du bist ein Perlen. Zum Krebs passt Perlen besser als Diamant. Du bist ein Perle, du bist dieser Diamant. Dann mach dich das sichtbar, so wie Sirius glänzt im Himmel. Mach das sichtbar. Die Sonne ist ganz oben, das will gesehen werden. Und Sirius zeigt auch etwas. Ja, der zeigt im Nordpol. Und Nordpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung in dein Leben. Nordpol befindet sich im kleinen B oder kleinen Wagen. Mars ist im Wassermann, befindet sich im selben Mondhaus wie die Sonne, Chaturbhisha. 100 Glück, 100 Angst. Du entscheidest dich. Bei Geburt, in deiner Geburt wurde schon dir gesagt, pass auf in dein Lebensweg, egal in welche Richtung. Hier handelt es sich natürlich um Berufung, aber bei Mars-Energie natürlich der Mann, die Liebe auch, die Liebe kommt auch dazu. Du entscheidest, Frau Holle belehrt dich, welche Erkenntnisse zeigt dir Frau Holle? Bist du optimistisch? Da hast du wirklich Glück. Da regnet Gold. Auch in die Liebe, bei Mars-Energie, das ist der Mann, das ist dein Herzensmann. Dann hast du dieses Glück auch. Aber Angst wird, das blockiert. Überwinde deinen Zweifel, überwinde deine Angst. Als Kleinkind, deine Geburt wurde dir das mitgeteilt, in deiner Geburt schon. Merkur ist im Steinbock, Tanishta bedeutet übersetzt Grenzgebiet. Dieses Mondhaus befindet sich im Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Der Steinbock holt die Himmel auf die Erde, ein paradiesischer Zustand. Und Wassermann schaut in die Himmel und bewundert die Sternen und kommt zum großartigen Idee. Die eine schaut nach unten, andere nach oben. Aber die Energie ist dasselbe. Die Energie ist dasselbe. Das wechselt sich. Und das, was du lernst, das ist deine Merkur-Energie. Deine Ziele, hohe Ideale, das ist Fantasie, aber das kannst du verwirklichen. Das wird Erdelement, also Realität. Und wenn du diese Realität lebst, dann kannst du deine Fantasie weiter ausdehnen. Natürlich, dann kommt die Ideenreichtum der Wassermann. Und dann kannst du deine Ideen wieder umsetzen im Tat. Ideenreichtum, Tat. Alles umsetzen im Tat. Und es wechselt sich in diesem Grenzgebiet. Jupiter im Schütze befindet sich im Mondhaus Purvashada. Die Schütze zeigt auch die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraßen, das sind unsere Wünsche. Und dieses Mondhaus bedeutet für dich, leb deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Weil unerfüllte Wünsche führen dazu, dass du unzufrieden bist mit dir selbst, unzufrieden bist mit deinem Leben und das löst Krankheiten aus. Venus im Widder befindet sich im Ashwini und das ist Heilenergie. Entweder hast du selbst diese Heilenergie oder in die Liebe, Partnerschaft erlebst du die Heilung oder Kunst wird für dich als Heilung bringen. Saturn befindet sich im Purvashadra, Saturn. Hier. Und hier wirkt Pegasus,
und Perseus. Wieder Angst. Und Saturn belehrt, wie wichtig das ist, dein Angst überwinden. Träume, Visionen hast du, aber du hast immer Angst gehabt, dass du versagst und Angst gehabt, im Tat umzusetzen. Und das sind karmische Themen, das sind Erinnerungen vom früheren Leben. Und hier ist wichtig, die Angst überwinden. Andromeda, Perseus, Pegasus erzählt diese Geschichte, die Angst zum Überwinden. Uranus und Pluto befindet sich, Uranus und Neptun. Uranus und Neptun befindet sich im Steinbock hier. Und dieses Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet höheren Selbst und höheren Wünsche sollst du leben. Pluto befindet sich im Skorpion. Anuratha heißt dieser Mondhaus. Und hier im Skorpion, in diesem Mondhaus Anuratha, erlebst du das in die Liebe, Partnerschaft, und Anuratha bringt dir Glück. In indischen Astrologen sagen, dieser Mondhaus heißt auf Elefanten reiten und die Elefant ist ein Glückssymbol. Du wirst Glück haben in die Liebe Partnerschaft, vorausgesetzt ist, dass dein Angst überwindest. Rahu und Ketu. Ketu zeigt die Vergangenheit. Ketu befindet sich im Mondhaus Revati. Und das bedeutet, etwas in einen krönenden Abschluss bringen. Weil hier karmischen Themen hast, gehe ich davon aus, dass das im früheren Leben deine Aufgabe war, deine Träume verwirklichen und das zum Ende bringen, einen krönenden Abschluss bringen. Aber du hast es nicht getraut und warst immer kurz vor Ziel. Das kann sogar sein, dass du immer noch dieses Gefühl hast, du hast Glück, es läuft alles prima und kurz vor dem Ziel kommt eine Absage oder du ziehst dich zurück oder kommt Unsicherheit. Etwas werft dich zurück und dann musst du immer aufgeben. Und hier hast du eine Lernaufgabe, weitermachen, nicht aufgeben. Rahu befindet sich hier im Jungfrau, das ist die Drachenkopf und dieser Kopf, was wir suchen, die Kopf der Drache, dann ist es alles vollständig und dann bildet sich ein Kreis, dann fühlen wir auch vollständig, dann fühlen wir auch vollständig. Rahu befindet sich im Mondhaus Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei Römer verehrt. Das ist die Weizenehre der Jungfrauen, bedeutet Ernte. Hier hast du immer ein so Zeit- oder Energiepunkt, wo alles so scheint, dass es nicht klappt und gibst auf oder ziehst du dich zurück. Und das sollst du überwinden und hier bei Jungfrau zeigt dir Spica, das trägt Früchte, doch das trägt Früchte. Aber so wie im Natur auch, wann kommt die Ernte? Das dauert. Es braucht Zeit zum Reifen und genau bei diesem Reifungsprozess neigst du dazu, deine Geduld zu verlieren und aufgeben. Aber wenn du verstehst, dass alles Zeit braucht, dann kommst du hier näher und das trägt Früchte. Und Spica zeigt es auch, das ist die Weizenehre der Jungfrau. Das trägt Früchte, das ist Ernte. Und hier Revati zeigt, eigentlich das ist eine Lernaufgabe, das zum krönenden Abschluss bringen und nicht abspringen. Und hier eigentlich das ist wie eine Versprechung, dass du das erreichst auch, weil diese Weizenehre bedeutet, das trägt Früchte. Und hier bei Jungfrau, bei Erdeelement, zeigt sich, das ist doch Realität. Das wird Realität sein. Chitra bedeutet hier auch Balancepunkt. Du brauchst immer dazu die inneren Gleichgewicht. Sonne, Mond, die beiden Lichter und die Planeten
Sie sind miteinander vernetzt. Sie sind miteinander verbunden. Welche Verbindungen hast? Sonne und Mars bilden sich hier eine Konjunktion. Das heißt, sie wirken gemeinsam. Sie können auch nicht ohne andere. Also die Sonne kann nicht ohne Mars. Mars kann auch nicht ohne die Sonne. Die wirken immer gemeinsam. Das ist eigentlich männliche Energie. Sonne symbolisiert der Vater und Mars symbolisiert der Mann. Aber beide ist männlich, eine männliche Energie. Und da hast du die Kraft, dich behaupten, durchsetzen. Aber du hast auch sehr viel Weiblichkeit, weil Mond im Krebs ist wirklich sehr, sehr stark im Horoskop. Mond herrscht auch hier und mit Stier, Aszendent hast auch sehr viel weibliche Energie, weil Venus herrscht über die Stier. Du hast beides. Aber du brauchst diese männliche Energie, beruflich dich zu behaupten. Und das ist schon Führungsposition. Da kannst du nicht immer so sensibel, mütterlich sein, obwohl du sehr mütterlich bist. Aber hier in der Schule, Geschwister, hast du schon in früheren Jahren gelernt, dich zu behaupten. Diese Sonne-Mars-Verbindung steht in einer schönen Verbindung zum Jupiter und das zeigt die Gerechtigkeitssinn. Mond steht in schöner Verbindung zum Saturn und das bedeutet, du bist sehr, sehr gefühlsvoll, sehr mütterlich, hilfsbereit, gefühlsvoll. Aber mit diesem Saturn-Energie kannst du das im Zaun halten. Und manche denken sogar, die dich nicht näher kennen, du bist kühl, unerreichbar. Mond und Neptun stehen gegenüber. Die beiden haben ähnliche Essenz. Beide hat mit Wasser was zu tun, beide hat mit Gefühlen was zu tun, beide hat mit Träumen was zu tun, mit Kunst, mit Kreativität. Aber diese gegenüberliegende Position zeigt, das spiegelt etwas. Wenn du auf dein Gefühl hörst, dann erkennst du deine Träume, aber auch deine künstlerische Begabung. Du brauchst aber die Gleichgewicht, weil diese gegenüberliegende Position bedeutet wie eine feine Apothekenschale. Es muss immer im Gleichgewicht bleiben. Wie hier auch Jungfrau mit diesem Mondhaus zeigte auch das Balancepunkt, hier ist die Balancepunkt. Du brauchst immer die Balance. Wo erlebst du oder wo brauchst du das? In deinen Gefühlen. In deinen Gefühlen immer im inneren Gleichgewicht bleiben. So hast du eine schöpferische Energie in dir. Oder die Ruhe. Und die Ruhe liegt auch die Kraft. Uranus und Pluto stehen auch eine harmonische Verbindung. Und das bedeutet, du kannst auch von etwas verabschieden, wenn es um Veränderungen geht, wo du da einen Sinn daran siehst. Liebe Melia, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.